Moin Leute, ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr schon vielleicht an meiner Stimme erkennen könnt, ich bin glücklich. Wieso? Ich bin wieder in Deutschland. Deutschland heißt Angelzeit, Deutschland heißt Freiheit, zumindest für mich. Und ja, ich bin vor 2 Stunden erst gerade angekommen. Alter, ich stehe hier ganz mies. Egal. Vor 2 Stunden bin ich gerade erst hier angekommen. Und ich konnte es einfach nicht lassen. Ich musste einfach direkt angeln. Ja, Leute, ich glaube, ich bin ein bisschen zu hyped. Reifen. Komplett im Arsch. Mir ist gerade einfach die Felge hier abgebrochen. Naja, meine Sachen, meine Ausrüstung ist im Arsch. Alles gefühlt. Die Angel hat sich auch schon 8-mal verheddert. Ich konnte noch keinen Fisch, aber ich bin ja noch nicht lang draußen. Bewegt sich aber sehr gut im Wasser. Oh, schade. Ich bin irgendwo hängen geblieben, ich dachte gerade. Oh, Alter. Fisch. Fisch. Ey, kannst du den Kescher bitte holen? Ehre. Der liegt da hinten. Alter, was ist das denn? Oh, ich glaube, ich habe einen Hecht. Hier vorne. Oh, was ist das denn? Ich habe einen Rapfen dran. Aber einen 30 cm. Ich sehe ihn. Ja, ein richtig geiler Rapfen. Danke. Ja, ja. Ganz langsam, kein Stress. Ja, ja, kein Stress. Jawohl. Alles gut. Zieh einfach hoch. Vielen Dank, danke. Rapfen. Danke. Bitte. Schöner Fisch. Muss ich mal kurz abmessen. Brauchen wir die Karte für Fisch? Ja, ja. Normal, wie viel kostet eine Karte? Angelschein? 500 Euro. Und Gewässerkarte habe ich dabei. 55 Euro für hier einen Monat lang. Aber ich muss den jetzt erstmal versorgen. 25. Na, niemals. Der ist größer. Ich schätze mal 35. Ah, ich muss den mal. Ja, 35. Siehst du?
ungefähr. Ab 40 darf man ihn mitnehmen, das heißt, der kommt wieder zurück. Oh, der hat sich schon befreit. Guck mal an. Guck mal an, der hat sich schon selber befreit. Warte, immer Hände nass machen, weil sonst stirbt der Fisch. Oh, komm mal her, Kollege. Ist aber ein Fetter hier. Oh. Na, da gibt's viel. Den ja. Schöner. Da geht er. Dankeschön. Geil, erster Fisch des Jahres. Abgehakt. Kamera war auch am Laufen. Perfekt, besser hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Alter, eine Attacke. Eine Attacke. Ich dachte erst, es wäre ein Hecht, bin ich ehrlich. 35er war es. Noch zu klein, um ihn mitzunehmen. Außerdem war er in der Schonzeit. Also, glaube ich zumindest. Schonzeit war er auf jeden Fall. Zum 30. Und er hat sich vor allem wieder alleine befreit. Das heißt, er hatte auch keine Probleme. Alleine befreit. Super. Muss ich ihn gar nicht befreien. Oh, fuck. Voll, mein ganzer Schuh ist nass. Ach, leck mich. Einfach einen auf den hier. Komme ich da überhaupt drüber? Oh. Besser. Oh, mein ganzer Schuh ist nass. Scheiße. Ah, da ist mein Köder. Da ist er. So habe ich jetzt meinen ganzen Schuh nass. Das war es mir wert. Zack. Wie findet ihr meinen selbstgebastelten Schuh mit meinem Fahrradschloss und einem Handtuch? Ja. Schuh ist komplett nass. Fuß ist warm, Tatsache. Keine Ahnung warum. Aber der Schuh ist komplett nass. Komm, Leute, letzter Wurf. Für diesen Tag. Oh, leck mir am Arsch. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig war scheiße. Nein. Oh, der hängt fest. Den kriege ich nicht wieder. Oh, und ausgerechnet letzter Wurf des Tages. Ach komm, leck mich doch. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Junge. Dankeschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Endlich wieder in Deutschland. Es wird scheiße geiler Content kommen. Das garantiere ich. Zumindest für mich und alle Outdoor-Fans da draußen. Ich werde richtig viel uploaden. So viel ich kann. Mein Schuh hält immer noch. Überraschend gut tatsächlich. Ja, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen was trinken, saufen. Mal gucken, wann das Video online kommt. Ich schätze mal die nächsten 2-3 Tage. Wie gesagt, es wird geiler Content kommen. Ich werde versuchen, jeden scheiß Fisch, der in diesem geilen Wasser existiert, zu fangen. Übrigens kein scheiß Fisch. Die ganzen Fische sind übelst gute Tiere. Richtig cool. Ja, und ich würde sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da bitte. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.